Wollen wir. Wo geht's denn weiter? Zeig mal. So, hier unten ist ja alles fertig. Ja, tschüss Bunker. Wir haben dich angeguckt. Dann geht's hier hoch. Okay. Neben den Beacons. Okay, ich gehe hier mal. Aufzug! Wow, ich geht's ganz schön hoch. Hui. Jupp. Hallo. Dann sind wir oben. Ja, ich seh's. Und hier habe ich viele Farms. Meine Farms eigentlich nur. Okay, dann beginnen Sie doch mal die Führung. Was dann beginne ich mit. Dann beginne ich mit meiner meist komplizierteste Farm, die ich habe. Keine Ahnung. Die komplizierteste Farm, die du hast. Danke. Das ist meine Creeper-Farm. Und die wird noch größer. Denk dir das doppelt so groß. Die ist auch automatisiert. Ich seh das mal gerade. Wie funktioniert das hier jetzt? So, Creeper-Spawner drin. Du musst, wenn du da hinten guckst, dann gibt's einen kleinen Pähler hoch. Da oben kann man stehen und dann spawnen hier Creepers. Weil sie Angst vor Katzen haben, habe ich Katzen da drin. Ah. Die haben Angst vor den Katzen, die fallen runter auf den Magma-Blöcken, nehmen Schaden, sterben, lassen das droppen und der Minecart fährt immer rund. Das hört nie auf. Aha. So, er nimmt das, geht hier hin, bleibt da stehen, keine Ahnung, das funktioniert aber nicht. Er geht dahin, droppt die, droppt das Gunpowder hier rein, dann ist hier ein kleiner Redstone Circle, weil wenn hier in den Hopper da unten ist, diktiert oder sieht, dass da Gunpowder drin ist, dann geht das da runter. Die zwei Observers gehen zusammen und das schießt dann den Gunpowder raus. Okay. Wolfman, ich hoffe, dir ist klar, dass ich dir gerade interessiert, aber doch absolut verständnislos zuhöre. Ich nehme das jetzt einfach mal auf und hoffe, die Leute, die sich das Video angucken, können ein bisschen mehr mit der Erklärung anfangen. Für mich ist es einfach hier Magic. Ja, einfach nur kompliziertes Rest. Nicht so kompliziert, aber für das erste Mal, wo ich das gebaut habe, war es kompliziert. Hast du vorher schon mal sowas gebaut? Nein. Dann okay. Komm mal hier hin. Wenn du vielleicht erraten kannst, was das ist. Hier die Bahn mit dem Glas. Ja, das ist so eine kleine Bahn für die Items, die dann da runter droppen zu den Kisten. Da ist auch Eis in der Mitte, ne? Damit das schneller geht. Ja, dass es schneller geht, ja. Und das führt bestimmt zu deinen automatischen Sortiersystemen, nicht wahr? Ja, zu den zwei langen Kisten da. Und wo kommt das her? Ist das von der Farm hier? Ja. Ich muss einmal kurz gucken gehen. Du hast es hier ganz schön kultiviert, ne? Dieses Gebiet. Ja, hier geht's. Danke, YouTube, dass es dich gibt. Und das sagst du jetzt später auf YouTube, wenn ich es dann irgendwann fertig geschnitten habe. YouTube-Session. Ja. Und da habe ich ja meine kleine Kaktusfarm. Okay. Weil Kaktus benutze ich zum Schmilzen und dann XP kriegen. Okay. Wo kann ich da reingucken? Das ist da in dem Block drin, gell? Ja, in dem großen Block drin. Zack, mal hier. Willst du reingehen? Lohnt sich das? Gerne. Zeig mal her. Dann muss ich erstmal den Weg hier zurück. Dann muss man den Weg hier hochnehmen. Ich habe keine andere Wege hoch. Ich lauf dir hinterher. Ich sehe, du hast auch schon einige Pillager gehabt. Oh ja. Das ist voll die Pest. Das nervt richtig. Man weiß nicht, wo die immer herkommen. Die spawnen überall da. Da hinten weiter, da gibt es sehr viele Pillager, aber die habe ich keine Lust zu töten. Achso, hier rein geht's. So, wenn keine Tür da ist, macht man sie. Aufpassen, nicht reinfallen. Ja, ich bin raus. Ja, ist auch nicht zum Rauskommen gedacht. Nice. Also wenn ich mal Kakteen brauche, weiß ich, wen ich frage. Ja. Wenn ich Gunpowder brauche, weiß ich, wen ich frage. Das Lustige ist, ich brauche das gar nicht mehr. Weil immer wenn ich im Stream danach frage, dann kriege ich es von drei Leuten gleichzeitig zugeschmissen. Steckeweise. Nee. Ja. Ich brauche ja viel Gunpowder für Elytra und Raketen, ja. Stimmt, ja. Ich flieg ja gerne. Was haben wir denn als nächstes? Meine Bambusfarm, die schon voll ist. Ja, ich sehe den ganzen Bambus. Aber das ist gar nicht der von der Farm, oder? Nein, das ist einfach nur, weil ich fand es schick, nur so viel Bambus an einem Platz zu haben. Ist ja auch schick. Und die Bambusfarm ist hier voll. Ich glaube, jeder Hopper hier ist voll mit Bambus. Was machst du denn mit so viel Bambus?
Keine Ahnung. Haben. Ehrlich haben oder nicht haben? Man kann es ja benutzen zum Schmelzen, zum Fuel. Stimmt, ja. Okay, gut. Ist geboren. Also ich dann nie aus und für meine Furnaces da unten. Das ist eine gute Idee, um es zu verwenden. Das stimmt, da gebe ich dir. Okay, ist gebunkt. Keine unnütze Farm. Dann will ich dir das erste Gebäude zeigen, was ich hier auf diesem Platz hier gebaut habe. Okay, ich bin gespannt. Was vielleicht keinen Sinn macht. Ich werde selber merken. Zeig mal her. Was ist das hier eigentlich? Ist das deine Kunst? Das ist einfach nur für mich durchzufliegen mit der Leiter. Aus Spaß. Ah, okay, ein Parcours. Ja, ich werde mir noch eine große Bahn hier bauen. Weißt du, was du machen solltest? Du solltest das aus Netherrack bauen und dann mit einem Feuerzeug anzünden, damit du durch einen brennenden Reifen fliegen kannst. Danke für die Idee. Wahrscheinlich stirbst du dann noch öfter. Ja. Aber es ist viel cooler. Also hotter, besser gesagt. Ja. Was hier nicht glaubwürdig ist, das erste, was ich hier je gebaut habe, nein, das ist nicht der Turm, das ist das Häuschen hier. Das da. Ja, irgendwo muss man ja anfangen. Ja, und das ist mein Storage. Noch ein Storage. Ich gehe hier mal rein. Hier sehen wir auch wieder, das sind jetzt auch wieder so Prismarin-Moppet-Blöcke. Ich kann mir nicht merken, wie die alle heißen. Aber das ist ja auch nicht schön. Und noch eins. Ich habe hier noch einen geheimen Raum. Oh je. Wo kommt man da hin? Weißt du wo? Nein, ich weiß nicht wo. Da. Okay, ich gehe mal runter. Hallo. Hier hatte ich mein erstes automatisches Storage, aber weil ich dann den Bunker gebaut habe, brauchte ich das hier nicht mehr. Habe ich das alles abgebaut und dann habe ich hier unten jetzt meine Spezialsachen, mein Enchanting Table und meine AFK-Fischfarm ganz da hinten. Oh, Entschuldigung. Das bin ich nicht getroffen, alles gut, PvP ist eh aus. Okay, also ein Enchantment Table und was ist das? Eine AFK-Fischfarm. Eine AFK-Fischfarm? Da kriegst du ganz viele Sachen. Habe ich ein paar Sachen schon hochgefischt. Nice. Außer das Essen. Das ja, ich wollte gerade fragen, das ist doch Hammelfleisch. Wie kommt denn das bei den Fischen? Aber es ist ja nicht unnütz, das hier zu haben. Man wird ja auch hungrig vom Fischen. Ja, ich ziehe mir mal andere Schuhe an. Ne? So. Ja, die guten, die man rausgezogen hat, ne? Ja. Ich fange ja bald an, richtig zu angeln, so im Real Life. Ich bin gespannt, ob ich auch so viele Schuhe rausziehe. Wie man das immer medial suggeriert bekommt. Ja, wenn du so wie ich bist, dann fängst du nur Stöcke und Pflanzen. Ich werd's dir verraten. Ich werd's allen verraten, ob ihr wollt oder nicht. Was haben wir denn hier als nächstes? Hier habe ich was Kleines Spaßiges hingebraucht, weil ich wollte mal erstmal früher Schmied werden. Aber ich glaube, das kann ich nicht. Ich bin ja kreativ, aber ich will es mir vielleicht selber lernen. Habe ich mir eine kleine Schmiedstelle hier hingebaut. Ah, eine Schmiede. So, hier habe ich zum Schmelzen, also Ores, Stein, alles Mögliche, was man schmelzen kann, zu Sachen, die man so nur kriegt. Und ein kleines Feuerstückchen hier. Ja, eine Esse. Wie man sieht. Eindeutig, ja, irgendwo muss es ja geschmolzen werden. Ja. Sogar hier mit dem Schwert als Deko. Das ist ja eine coole Idee, das so in einem Rahmen zu platzieren. Ja, ein Schwert rein, dass es heiß und dann schön draufklopfen kann. Ja. Dann habe ich ja hier Wasserkessel, um das Schwert reinzulegen. Das war falsch rum. So. Und noch ganz viele Ambosse, klar. Ist ja eine Schmiede. Die schon benutzt sind. Ja, ist ja eine Schmiede. Wenn die hier nicht benutzt werden, wo dann? Und hier habe ich meine Zuckerrohrfarm. Was machst du aus dem Zuckerrohr? Papier. Und was machst du aus dem Papier? Raketen. Das hier geht direkt runter eigentlich in den, wie heißt das, automatischen. Direkt. Die anderen zwei, die gehen ja nur in den zwei Silos da rein. Ah, okay. Willst du Geheimnis wissen? Okay. Die Farm ging mal früher in den Turm rein. Hast du die verkürzt? Die Säulen hier, die waren mal, gingen mal hier rein. Okay. Davor hatte ich mein kleines Storage für Papier und die anderen zwei da. Warum hast du es umgelegt? Weil ich habe jetzt den Bunker da unten.
Aber dann kann man ja in den Turm reingehen. Okay, ist das Highlight hier. Oh, ist ganz schön hoch. Wizard's Tower. Der ist groß. Hat viel Stein. Ja, ich seh's. Du hast dich hier für eine Optik aus Steinziegeln und Cobblestone im Wechsel entschieden. Ja. Nice. Und da oben sehe ich auch ein Fenster. Da leuchtet's. Ja. Ich glaube, wir sehen das jetzt auch von innen. Hier drinne habe ich mein Pferd Jürgen. Klassisch schwedisches Name. Ja, der Jürgen. Schreibst mit Ü statt Ö, dann hast du auch einen klassischen deutschen Namen. So heißt sogar mein Onkel. Mein Onkel Jürgen. Das ist klassisch schwedisch mit Jürgen. Ich finde, dein Pferd hat eine coole Färbung. Das gefällt mir gut. Danke. Ein Schecke. So, dann gehen wir mal hoch zum nächsten Level. Das ist ein bisschen schwer hinzugehen. Also wir gehen dann da rein, wenn wir runtergehen, weil das ist dann leichter. Ich mach's einfach nach. Und faile und schneid das dann raus. Okay. Ja, und dann habe ich hier den Aussicht von aller Träume. Hier kann man alles sehen. Krass, das ist wirklich eine Aussichtsplattform. Yep. Mhm. Eindeutig. Sieht man Cubispace von hier? Leider nicht. Nee, ist die zu weit weg? Die ist weiter weg. Nicht mehr in Sichtweite, schade. Ich weiß noch, als ich bei Cubi die Aufnahme gemacht hatte, bin ich auch mal zu dir rübergelaufen. Es ist wirklich nicht so furchtbar weit weg. Dann gehen wir mal runter zu nächsten Level, zu der Mitte. Ja, okay. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Bleib nur vorwärts, Lau. Oh, ne, ich hab schon verkackt. Ich nicht, ne. Ich musste wieder hoch schon. So. Und hier hatte ich früher die Kisten für Gunpowder, Kaktus und Papier. Oder Zuckerrohr gesagt. Und lass mich raten, du magst es gerne hell illuminiert, wenn ich mir das hier mit den Fackeln angucke. Ja. Ich hasse Monster, ich hasse Zombies, ich hasse Creeper, ich hasse Skelette, ich hasse Spinnen, ich hasse alle Monster Minecraft. Ich würde sagen, hier spawnt nichts. Absolut gar nichts. Ja. Und da geht's wieder runter. So. Aufpassen, man nimmt ein bisschen Schaden. Kein Problem. Ja. Und das hatte ich noch ein bisschen für Halloween dekoriert, aber ich war zu faul, das zu machen. Ja, so, das kenne ich. Das kenne ich. Ich hab's noch übrig. Nach Halloween ist vor Halloween, also. Und dann habe ich hier eine kleine Bücherei mit Küche. Bücherei mit Küche, das ist eine interessante Kombi. Macht aber Sinn, ne? Manchmal wird man hungrig beim Essen. Und dann hier unten im Keller habe ich meine nächste Farm. Lass mich raten, es ist Seegras. Nee, Seetang. Ja. Nicht Seegras, ja, sondern Seetang. Also auch hier habe ich schon ein bisschen. Bisschen ist gut. Ja, ich sehe schon, du bist ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet. Krass. Da mal diese Ecke hier schon fertig. Okay. Dann gibt es da hinten über der Brücke und dann noch, da unten gibt es auch noch irgendwas. Mein erster Schafplatz. Da unten? Ja. Okay, ich lauf mal runter. Mach das. Das ist eine coole Treppe, ich lauf da gerne runter. Das macht irgendwie Spaß, die ist so lang und breit. Das hier war mal erst ein Fluss. Also du schläfst in einem alten Flussbett. Ja, hier war mal früher viel mit, alles war hier mal voll mit Wasser und dann habe ich das alles weggemacht mit Sand. Okay. Denken wir, das alles abzumachen mit einer Eisenschaufel. Ja. Hier war mal mein, wie heißt das, Leiterportal. Den habe ich dann weggemacht. Da hinten? Ja, man sieht noch den Abdruck. Was haben wir hier? Ich hatte erst vor, da wo meine, wie heißt das, Kaktusfarm ist, habe ich erst gedacht, da mache ich eine Mobfarm. Die war nicht so gut, also habe ich sie weggemacht, aber ich habe noch die Sachen hier. Ah, also das ist jetzt das Überbleibsel der Mobfarm. Und dann habe ich gesehen, geht's da hinten auch nochmal eine Etage tiefer. Da müssen wir natürlich auch nochmal runtergehen. Ja, und hier hatte ich einen kleinen Keller, aber nichts hingebaut. Kann ja noch werden. Ich hab ganz vergessen, eigentlich bin ich das hier einfach nicht geworden. Komm, ich baue mir einen kleinen Keller und vielleicht baue ich mal da was ganz Cooles hin. Hab's ganz vergessen. Jetzt habe ich dich dran erinnert. Weißt danke. Haha, jetzt hast du keine Ausflucht mehr. Nee. So, dann gehen wir mal über die Steinbrücke.
Okay. Was überhaupt keinen Sinn macht. Wieso? Weil es ist Minecraft eigentlich. Hat kein... nichts zum Stützen unten drunter. Das ist Minecraft-Physik. Stimmt, die müssen mehr Physik hier reinlegen. Na, hoffentlich nicht. Nee, dann wäre es ja nicht mehr das alte Minecraft, das man ja schön. Dann so würde auch ganz viel nicht mehr funktionieren. Nee. Ich meine, es steht dir ja frei, da noch eine Stütze drunter zu bauen, wenn dich das stört. Ja, spricht ja nichts dagegen, also. Das ist mein hässliches Haus. Das hässliche Haus? Ich kann nicht bauen. Dann musst du mal unsere ganzen Baumeister-Lines auf dem Server bitten, dir zu helfen. Ich sehe hier schon mal ein Grab. Wer war Peri? Das war mein Papagei. Oh nein! Der wurde explodiert von einem Creeper. Nein! Der Creeper tötet dich. Schon getötet. Ja, du tötest auch noch ganz viele andere als Rache. Ja. Gehen wir mal hier rein. Noch mehr Kisten! Ja, man kann nie genug Kisten haben, würde ich sagen. Hier hatte ich erst alle meine Katzen und die habe ich dann da runter geschubst. Was? Du schubst Kätzchen? Wie soll ich das so machen? Ich habe keinen anderen Platz, um da reinzumachen. Also ich habe es so gemacht, dass ich sitzen, dann habe ich sie da in das Loch reingeschubst, dass sie auf den Slimeblock gehüpfen, wie ein kleinen Trampolin. Haben sie wenigstens einen Slimeblock gehabt. Und Katzen landen ja eh immer auf den Füßen. Ja, aber die Katzen nehmen immer noch Schaden. Psst, das muss ja keiner wissen. Die haben neun Leben, also Wayne. Ja, stimmt. Hier haben wir dann so eine kleine Sitzecke. Ja. Bisschen zum Chillen. Man ist ja auch... Du hättest das andersrum bauen sollen. Da hätte man hier so schön aus den Fenstern rausgucken können und die Sonne genießen können. So scheint sie einem nur auf den Hinterkopf. Oder man guckt einfach nur auf den Berg. Mit einer Blume. Ja, aber immerhin mit einer Blume. Besser mit als einer einzigen Blume. Guck, hier guckst du auf die Wand. Auf die Kisten noch. Und ja. Auf die Tür zum Hinterkopf. Auf den kleinen Action, wo man sitzen kann, was auch explodiert wurde von einem Creeper. Eine kleine Veranda. Das hier ist kaputt gegangen von einem Creeper. Creeper hat das hier zerstört ein bisschen. Da unten ist nichts da. Ich wollte einfach nur einen Wasserstrahl hier hin haben, weil ich habe gedacht, das sieht schick aus. Tut es auch. Das sieht so aus, als wäre jetzt die Wassersäule in der Mitte die Säule, wo sich die Treppe drumrum schlängelt. Das ist eigentlich voll die schicke Bauidee. Hatte ich auch so geplant. Diese Bauidee würde nicht funktionieren, wenn Minecraft realistischere Physik hätte. Stimmt eigentlich. Ja. Dann gehen wir mal hoch. Okay. Hier oben habe ich nichts, da habe ich einfach nur eine Badewanne. Reinlich, ich habe keine. Die, wo man einfach nur seine Füße nass machen kann. Hier kannst du im Prinzip die Anfangsszene von Witcher 3 nachspielen. Kennst du die? Ach so, da wurde er ja in der Badewanne so. Genau! Bein weiter raus. Genau! Hüpfen wir mal runter oder weiter oder runterlaufen. Okay, wo geht's denn als nächstes hin? Ah, wieder raus. Das war eigentlich das einzige Haus, was ich richtig. Das war das erste Haus, was ich hier gebaut habe, was so Wohnungshaus sein sollte. Mhm. Wurde aber nix. Ripp. Naja, wohnen kann man da drin. Wenn man eigentlich da vorne hinguckt auf den mit dem kleinen Wasserfall mit den Blumen, ja. Hier war mal früher meine Villager-Stadt. Okay. Wo wir 1.14, bevor wir 1.14 hier reingelegt haben auf den Server, habe ich mir gedacht, ich baue hier eine kleine Villager-Stadt, wo ich alle meine Villager habe. Das war eine Katastrophe. Okay. Villager sind immer despawned oder sind immer gestorben von Zombies, konnten irgendwie reingehen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich mach das weg, ich mach das bei da hinten in, bei mir in der Nähe. Habe ich auch gemacht, dann habe ich das weggemacht, dann alles unten noch beim Bunker hingebaut. Und wenn man auch hochguckt, da oben ist irgendwas. Was ist denn da oben? Was glaubst du denn? Das sieht schon wieder aus, als sollte da irgendwie was an Monstern zum Spawnen gebracht werden. Nö. Aber das sieht dann doch irgendwie... Ich sehe das von hier unten nicht richtig. Es ist einfach nur eine Plattform und irgendein Gewächs ist da drauf. Ja, man muss selber hochschauen. Ich hab nichts dahin gemacht. Okay. Ich hatte auch keine Lust. Nee. Das ist meine kleine Holzfarm. Mit. Gott, wie heißt das? Das ist nicht mit Zähl, das ist das andere von den Fichtenwäldern da. Ja, mit den großen Fichtenwäldern. Keine Ahnung. Warte, hab ich eine Silk-Tat? Ja, das habe ich.
Das heißt Pozzol auf Englisch. Pozzol, genau. Ja, weil ich habe ja einen Shop, wo ich ja Holz verkaufe, aber pst, ich verkaufe diese Bäume nicht mehr. Hm? Ich verkaufe deinen Dschungel. Weil viele... Dschungelholz, ja, ja. Weil bei dir in der Nähe gibt es ja kein Dschungelholzfarm. Das ist richtig, ich habe keine Fahrt. Also habe ich gedacht, komm, ich verkaufe sie mal, da kann ich ein bisschen Kohle verdienen. Du bist ein richtiger Geschäftsmann, Wolfman. Und dann noch siehst du das große Loch da. Moment, wo? Da vorne, neben, hinterm, wie heißt das, hinter der Farm. Ey, ich sehe kein großes Loch. Da das vielleicht. Ja, das Loch. Ah, da kommt ja, okay. Da kommt die Bienen hin. Ah. Da mache ich dann da oben eine Glasschicht. Aha. Gras, paar selbstgebaute Bäume und diesen Biehäuser, die man selber bauen kann. Die Eisenfarm, sehr simpel, sehr einfach. Wie alles andere. 3 Villager eingefangen, mit 3 Betten und egal was für ein Job, hast die Wahl. Und dann noch natürlich ein Zombie, der es lustig benennt. Wie heißt er denn? Warte, aufpassen, nicht reinfallen, da ist Lava. Ich geb mir das Mühe. Kannst gern gucken. Gehen wir mal hoch. Oh, das ist ja hier ein Kraftausdruck. Ja. Nein. Früher brauchte ich immer meinen eigenen Platz, also habe ich gedacht, ach komm, fang auf. Aber das ist ja aber nicht seriös gemacht. Einfach nur Spaß habe ich das gemacht. Und da stirbt gerade der arme Eisengolem, damit du Eisen kriegst. RIP. Ja, ich brauche Eisen. Und wenn jetzt hier so wunderschön die Sonne aufgeht, dann lass uns doch mal die Verabschiedung machen. Ja, kann ich hier machen. Hier auf dem Schnee. Hier auf dem Schnee? Okay, dann haben wir hier noch hinten den Zauberturm im Hintergrund. Ich drehe meine Kamera um, damit wir hier nochmal stehen. Hallo. Ja, und das war's dann auch schon wieder hier von Wolfmans Zauberturm. Das war unsere Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr habt vielleicht den ein oder anderen schönen Trick fürs Bauen mitnehmen können. Wenn es euch gefallen hat, ich muss jetzt hier leider nochmal die Werbedurchsage machen. Also pass auf, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne meinen YouTube-Channel abonnieren. Es wird noch mehr Videos dieser Machart geben. Schöner Wohnen im Minecraft-Ruhrgebiet ist als Serie angelegt. Da soll es hoffentlich ganz, ganz viele Videos zu geben. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben hier am Video dalassen. Das hilft auch jede Menge. Ihr könnt auch kommentieren, das Video mit euren Freunden teilen. Alles hilft. Ich bin euch dankbar dafür, wenn ihr mir da ein bisschen aushelfen möchtet. Außerdem bin ich eigentlich so von Haus aus gar nicht YouTuberin, sondern Streamerin auf Twitch. Der Channel ist auch nochmal unten verlinkt. Und vielleicht, wer weiß, kommt ihr ja auch mal in einer Folge schöner Wohnen im Minecraft-Ruhrgebiet dran, um eure Sachen, die ihr hier auf dem Server gebaut habt, vorzustellen. Das würde mich sehr freuen. Falls ihr hier schon was gebaut habt, könnt ihr euch auch gerne bewerben. Das Bewerbungsformular ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, das war's jetzt von uns. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag und viel Spaß bei was auch immer ihr tut. Bye, bye. Bye, bye. Nee. Ich glaube, du kannst ja reingucken in den Kisten, auch wenn es privat ist, weil du bist ja der Admin. Du darfst gerne reingucken. Ich habe nichts Privates drin, ne? Was will man auch Privates in Minecraft in Kisten haben? Pornos? Weiß ich nicht mehr. Was für Mods man ja hier hat. Gar keine. Wir sind doch hier einfach nur Vanilla Survival. Ja. Mit Sitz-Plugin und Home-Punkte-Plugin. That's it. Ja, das ist ja kein... Okay. Ich nehme ja kaum Schaden mehr, weil ich habe hier... Gut, aber ich zieh mal aus. Ich fühle mich so... You so. Can leave your head on. Jetzt fehlt nur noch so eine Stange zum Drantanzen irgendwie. So. Oh, das hatte ich mal früher. Das hatte ich mal früher hier. Aus Spaß einfach nur hingesetzt. Du hattest eine Go-Go-Tanzstange in deiner Minecraft-Wohnung. Nein. Okay. Ich hab sie dann abgebaut. Weißt du was? Das sieht komisch aus. Wer sollte denn da dran tanzen? Keine Ahnung. Er wollte bestimmt selber dran tanzen. Vielleicht ein Pillager?
Okay, Wolfgang dann möchte Pillager sexy tanzen sehen. Ihr habt's alle gehört. Hier. Nein! Du bist, bist doch eher so der Typ, der, der eher funktional baut, ne? Und nicht so sehr auf Schönheit. Da bist ich bin mehr funktional. Mir ist es ja scheißegal, wie unpraktisch etwas ist. Hauptsache, es ist schön! Gut, und dann sind wir fertig. Woohoo!